Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem neu eingeführten Feiertag zum Frauentag und zu dem einmaligen Gedenktag am 8. Mai 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. Der 8. Mai ist uns wichtig. Er bedeutet das Ende des Völkermords an 6 Millionen Juden, der Verfolgung von Sinti und Roma, der Vernichtung von Sozialisten, Kommunisten und sexuell anders orientierten Menschen in Konzentrationslagern. Und gerade heute ist es uns wichtig zu zeigen, dass Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat, denn unser Berlin steht für Vielfalt, für Weltoffenheit und für Toleranz. Nun zu unserem Frauentag. Wir alle wissen, der Feiertag ist richtig und wichtig, reicht aber allein nicht aus, um Geschlechtergerechtigkeit durchzusetzen, aber er bestärkt uns darin, den Kampf fortzusetzen. Vor über 100 Jahren, am 19. März 1911, rief die Sozialistin Clara Zetkin ein bis heute lebendiges Symbol für den Kampf der Frauen um gleiche Rechte und Chancen aus, den Frauentag. Der Erfolg dieses ersten Frauentages 1911 übertraf alle Erwartungen. Rund 45.000 Frauen gingen allein in Berlin auf die Straße und forderten das Frauenwahlrecht. Am 19. Januar 1919, also vor 100 Jahren, war es soweit. Es fand die Wahl zur Nationalversammlung statt. Sie war die erste reichsweite Wahl, in der Frauen das Wahlrecht hatten. 80% der wahlberechtigten Frauen gaben ihre Stimme ab, 300 Frauen kandidierten und von 423 Abgeordneten zogen 37 Frauen in die Nationalversammlung ein. Wie sieht es heute aus? Hier im Abgeordnetenhaus sitzen 33% Frauen. Linke und Grüne sind mit 50% Frauen vertreten, in der SPD gibt es 40% Frauen. Wie sieht es bei der Opposition aus? CDU, 4 Frauen, AfD, 3 Frauen, FDP, 2 Frauen, FDP, 2 Frauen. Das ist das Niveau wie vor fast 100 Jahren. Auf der großen bundespolitischen Bühne sieht es nicht besser aus. Seit Oktober beträgt der Frauenanteil im Bundestag nur noch 31%. Das liegt auf dem Level der Wahlperiode von 1998. Über alle deutschen Landtage hinweg sind übrigens im Schnitt nur 32 Frauen in Parlamenten vertreten. Auf kommunaler Ebene sind es 25% und hauptamtliche Bürgermeisterin bundesweit 4%. Aber Sie kennen die Zahlen alle. Und ich merke auch, dass es viele hier im Parlament nicht interessiert. Aber vielleicht erreiche ich Sie mit positiven Beispielen aus den EU-Partnerländern. In Schweden besteht ja das Nationalparlament zu fast 44% aus Frauen. In Finnland zu 42%. In Spanien und Frankreich zu 39% und in Island und Belgien zu 38%. Dafür gibt es 2 Gründe. Erstens eine starke Tradition der Gleichstellungspolitik, so etwa in den skandinavischen Ländern. Und zweitens eine feste gesetzliche Quotenvorgabe für die Wahllisten und Direktkandidaturen. Und das nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien, Griechenland, Irland, Portugal, Slowenien, Spanien und selbst im erzkonservativen Polen. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt unterschiedliche juristische Meinungen zum Paritätsgesetz. Aber wer kennt es nicht? 2 Juristen, 5 Meinungen. Ich bin keine Juristin. Ich bin Frauenpolitikerin mit Leib und Seele. Und ich plädiere, für eine verbindlich paritätische Quote für alle Parlamente, Ämter, Gremien auf Landes- und auf Bundesebene, so wie Brandenburg das gerade vormacht.
würde in der AfD natürlich echt was bewirken, eine paritätische Besetzung. So. Was meinen Sie, dass unsere Frauen bei den Linken nichts leisten? Oder bei der Chor, was ist denn mit Ihnen los? Also ehrlich, das ist ja unfassbar, also wirklich. Das sind so Augenblicke, wo ich mir immer wünschte, dass in Berlin alle Frauen den Fernseher einschalten und so eine Debatte einfach mal mitbegleiten, ehrlich. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kerker? Nein, nicht. Heute kämpfen wir wie vor 100 Jahren gegen die vielen strukturellen Benachteiligungen. Sie haben doch nachher noch eine Redezeit, da können Sie sich da äußern. Im Jahre 2017 verdiente ein Mann im Durchschnitt 21 Euro brutto pro Stunde. Eine Frau ging mit 16,59 nach Hause. 21% Gehaltsunterschied. Damit sind wir fast das Schlusslicht in der gesamten EU. Und das vor 2 Jahren wirksam gewordene Entgelttransparenzgesetz wird daran auch nichts ändern. Zwar erkennt das Gesetz die Lohndiskriminierung an, doch die Hürden für die Arbeitnehmerinnen sind hoch und eine Lohnangleichung muss gerichtlich durchgesetzt werden. Ergebnis: In Deutschland nutzt diese gesetzliche Möglichkeit fast niemand. Wir sind immer noch bei der Ungleichbehandlung. In der Pflege, Erziehung, Rente, sexualisierte Gewalt. Und was mich wirklich wütend macht, im Jahr 2017 starben 350 Frauen durch häusliche Gewalt, alleine 147 durch ihre eigenen Männer. Das ist empörend und muss endlich aufhören. Immer noch verzichten Frauen häufiger als Männer auf höhere Studienabschlüsse und besetzen lediglich 23% der Professuren. Nur 26% der Führungskräfte im oberen Management in der Privatwirtschaft sind Frauen. Ich weiß, das sind sehr viele Zahlen, aber nur mit Zahlen können wir belegen, wo wir Frauen in Deutschland stehen. Und da, sehr geehrte Abgeordnete, ist der Feiertag zum Internationalen Frauentag nicht mehr als richtig. Dieser Tag soll uns jedes Jahr daran erinnern, wie viele Frauen schon vor uns gekämpft haben und wie viel Kampf noch vor uns liegt, um diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Oder mit Rosa Luxemburg zu enden: Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Wir sehen uns spätestens am 8. März auf der Straße. Ich freue mich auch auf euch. Danke.